So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XII. Wir sind gerade im Ridoraner Richtfeuer. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar ist mir beim letzten Mal aufnehmen ein kleiner Fehler passiert. Ist nicht schlimm oder so. Im Prinzip habe ich dann nur erzählt, dass ich jetzt ein neues Team habe sozusagen. Meine Leute sind jetzt hier ein paar Levelchen höher, wie man sieht. Besonders Baschel 95. Ist krass. Und außen habe ich die Karottenjagd beendet. Das war nicht mehr irgendwie erwähnenswert oder so. Das Vieh war schwach as fuck. Als ich endlich gekommen ist. Und ja, außen habe ich jetzt hier zwei neue Mopperns angenommen, die ich beide hier erledigen muss im Ridoraner Richtfeuer. Und zwar im Katerakt. Und mehr ist da auch gar nicht passiert. Das heißt, wir können uns zurücklehnen. Ach, guck mal. Hey, Sauron, was geht ab, Bruder? Ich hätte gerne die beiden jetzt hier. Oh. Ja, geil. Hervorragend. Das war schon mal ein ziemlich starker Auftakt, muss man sagen. Ich glaube, ich kann Penelo schon mal das Wieg reinhauen lassen. Ja, und eine Duplikette würde vielleicht auch noch helfen. Duplikette. Hat sie die Tens gar nicht? Was ist denn da los? Wie genau kann sie keine Duplikettenlizenz haben? Können wir mal schnell hier einfach alles durchdrücken. Irgendwo wird es ja schon dabei sein. Vielleicht da hier? Nein. Berserker, ich hätte gerne Berserker. Stimmt, ich habe mich in Erfolg gegen Karotte werden wollen, indem ich mich gegen Konfuse überall bereit mache sozusagen. Das war nicht nötig. Karotte ist sehr schnell gestorben, also wirklich sehr schnell. Das war abnormal. Gibt es noch irgendwas mehr Stärke oder so? Mehr Angriff? Nee, ist alles sinnlos. Naja, gut. Ich heile dann mal fröhlich weiter. So viel dazu. Ach so, nee, Basch ist noch im Ding drin. Naja, gut, ich Basch auch noch mal in Duplikette. Irgendwas sagt, ich hätte mich gegen ihn besser vorbereiten sollen. So, Bruder, jetzt der Fühlungsfeder. So, jetzt blockt. Na, instant tot, wie fair. Ah, okay. Jetzt kommen wir eigentlich auf den Pegel. Penelo, würdest du bitte etwas eher anfangen zu heilen? Das wäre auch echt klasse. Weil der macht hier keine Gefangenen bei Sauron. Aber wir haben schon ganz gut was gegeben. Ja, du kannst nicht, weil du schwach bist. Bis da hier kommt, krieg ich dein ganzes Team immer weg. Herrlich. So, soll ich mit Arsch noch mal versuchen, Berserker zu machen? Das könnte jetzt echt ganz gut klappen. So, okay, ich lasse die beiden einfach nur noch heilen. Ja, Arsch müsste hier ganz gut aussehen eigentlich. Oh, seine Stufe hat sich eben verdoppelt. Ach, wie fair. Ach, wie fair. Ja, ne, er kann auch heilen. Wie viel hatten der jetzt noch? Ein bisschen was unter die Hälfte. Okay, ich muss Arsch nochmal in die richtige Stimmung bringen. So, du kannst direkt wieder heilen. Du kannst auch direkt heilen. Ah, der hier kam ziemlich ungeil. Ei. Mir fehlt doch gerade so ein bisschen die Musik hier. Sie blockt die Scheiße halt einfach. Okay, ich denke, ich kann es versuchen, wieder Schaden zu machen. Ich hau mir hier noch einen Bacchus-Tropfen rein. Für die Horde.
Das hat sich ja gelohnt. Kann ich ihn bitte einfach so töten? Das wäre super lustig. Komm, wo sind die Combo-Hits? Wie kann die sie denn bitte alles blocken? Ah, schade. Okay. Wir haben noch eine Reserve, von daher ist das jetzt noch nicht so dramatisch. So, Fram fliegt sowieso direkt raus. Obwohl, ich glaube, ich kläre es mir auf den sicheren Weg. So viel dazu. Na egal. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Aber die Musik fehlt ja gerade echt hart. Naja gut, bin ich und bei 4 Leben noch. Es müsste an sich eigentlich klappen. Es dürfte nicht zu hart sein. Was ist denn eins, das Mist, ich mich noch so abnerven darf? Mir fehlt ja halt doch echt an guten Rüstungen gerade, also. So ein bisschen was am Maximum wäre schon ganz cool. Naja, gut. Erst muss ich den hier töten. Es dürfte ja jetzt nicht mehr lange dauern. Wäre ich hier wieder mit der Köder-Strategie reingegangen, wäre das Ganze vielleicht auch ein bisschen leichter geworden. Aber okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Hier geht's. Penelo hat Bock. Ja, und kommt noch was? Nope. Okay, 5 Treffer. Wir gucken mal, für wie viel das trifft. Wenn es überhaupt für irgendwas trifft. Ping, der kleine Dino. RIP! Für 18k, das ist nicht so berauschend, um ehrlich zu sein. So, Penelo, du machst einen Schutzengel. Und Balfia, du machst schon mal Wiedler. Als ob ich es geahnt hätte. So, kann ich jetzt bitte töten? Na, geht doch. Das war doch halb so wild. Sieg über Sauron. Nice. Die Quest war übrigens bei Ricky anzunehmen in Balfenheim. Das ist auch ganz interessant. Gott sei Dank ist in der Aufnahme nicht allzu viel passiert. Ich muss nur noch ganz kurz was hören. Okay, die Aufnahme läuft. Wie gesagt, ihr habt nicht viel verpasst. Wirklich nur, dass ich jeden Moment abgeschlossen habe und schon den neuen angenommen habe. Ansonsten geht's. So, okay. Ich wollte das Team gerne. So hier haben. Genau. So. Und jetzt heißt es auch, dass wir für den nächsten Mobhunt hier auf die unteren Ebenen müssen. Hier unten sitzen nämlich potenziell zwei weitere. Einer ist gerade da. Einen müssen wir noch erst annehmen, wenn es soweit ist. Ah, okay, das hat so recht abgespielt. Auftrag. Der Ursprung im Dunkeln. Hier haben wir noch so ein paar extra Ebenen. Sehr hart nervig, aber was soll man machen? Wir brauchen noch wieder Schattenperlen, die ich leider verkauft habe. Das heißt, wir müssen jetzt auch wieder ein bisschen kämpfen. Und naja, düster ist es ja auch. Ziemlich düster. Echt jetzt. Ist doch keine Karte, ist auch wieder mal so nervig. Ey, was geht ab? Ein Hoch auf alle Duplikatten. Was ist jetzt denn hier? Ein Drachenzombie und der Wanderführer. Meine Scheiße. Komm, das ist alles ja. Komm, Arsch, mach deinen Job. Guck mal, jetzt haben wir hier auch so viele von den Perlen. Hm.
Okay, drei habe ich schon mal. Ich könnte noch mehr brauchen, theoretisch. Das ist noch nie raus. So, jetzt kann ich erstmal den Sockel aktivieren. So, Schattenperlen. Ach so. Ich hoffe einfach mal eine. Naja, es ist wohl nie so richtig die Anzahl, die ich brauche. Okay. Ich muss den machen. Okay, ein Licht erscheint, wenn es passt. Also, das sieht doch ganz geil aus. Dreier. Naja. Kennst doch. Das muss ich jetzt wohl anscheinend auf, in jedem der Sockel machen. Boah, was zum Fick. Ach, das war vorher nicht da, oder? Na, guck mal, wie es weiter reingeht. Irgendwo hier soll der Ixion warten. So, hier wieder so ein... Okay, hier ist ein Opferaltar, aber... Achso, doch hier. Ich wollte gerade sagen, ein Altar, aber nichts zum Kämpfen. Zombie, klar. Der war niedlich. Na, komm her. Eine Schattenperle und ich berühre die Kugel. So, Schattenperlen. Ja, geil. Okay, ein Licht muss kommen, wenn es richtig ist. Genau. Ja, ist doch richtig, oder? Die eine hat doch gereicht. Ich sehe nicht, worauf das hinausführen soll. Okay, auf jeden Fall das Ganze noch zweimal mehr. War ich jetzt noch nie da oben. Goddammit. Diese elenden Fallen. Ich arbeite übrigens immer noch daran, dass ich diese eine Quest bekomme, an der ich schon lange arbeite. Aber aus irgendeinem Grund will mir die Montblanc nicht geben. Ich habe keinen, was sein Auftrag ist, warum man mir nicht geben will. Ey. Eine Perle. Und noch ein paar Tote mehr. Ah, eine Narrenwand. Ich habe es doch geahnt. Ey. Was geht ab? Ich habe immer wieder alles angekrochen kommt. Na, komm. Okay, hier haben wir noch so ein Tor. Und keine weiteren Narrenwände. Ich gehe einfach mal durch. Mal gucken, wo mich das rausbringt. So, irgendwas muss ja wohl gut sein, oder? Es ist auch super anstrengend, ohne Karte irgendwas machen zu müssen. So, hier her mit der Kugel. Sechs Perlen. Und hier nochmal ein paar. Okay, hier haben wir nochmal so ein Tor. Wo zum Fick bin ich? Engel. Ach, Wahnsinn. Ein ganzer Glöh. Ich wollte nie was anderes haben. Oi. Oi. Okay. Habe ich bei 4 im Team? Ich brauche bei 4 im Team. Was gut, Arsch. Ja, und ich glaube, bei 4 verdient sich auch, im Berserker so schön zu sein. So, mach den Platz. Naja, er frisst nicht viel, aber er frisst. Ist auch noch was wert. Na eben, wir können alles viel treffen, das ist auch ganz geil.
Jetzt wird eskaliert. Na los, komm. Nieder mit ihm. Was macht das hier für Kombos? Wie kommt darf das? Das ist unfair. Und beiseite, Mistvieh. Er ist noch ganz spontan Boss gekillt. Was tut so wichtig, dass man ihn jetzt gleich dreimal zeigen musste? Eats. Ja, das ist unbedingt großartig, brauchte. Wirklich schwer war der Kampf jetzt nicht, dank übelst gelevelter Party. Aber Penelo kann auch ein paar Level vertragen. Genauso wie Arsch. Vor allem Arsch kann auch richtig fressen, was das angeht. Okay, cool. Ich gehe davon aus, dass ich dann nur da vorne wieder lande, also ich gehe jetzt den ganzen Weg zurück. Immer muss ich jetzt noch ein paar Perlen opfern, deswegen mache ich das direkt lieber so. Die kann sich aber auch sauleicht verirren, wenn du keine Karte hast. Nervig. Na los, komm. Die Perlen haben keine Lust auf mich. Na. Ach, dann zieh dich doch. Ich hoffe, ich sie trotzdem. So. Ich hoffe mal eine. Komm, auf dass das Licht erscheint. Nichts. Nichts. Na, haben wir auch kein Glück. Ei. Okay, das Spiel mag mir wohl keine Perlen mehr geben. Ah. Hervorragend. Okay, also noch einmal. Wozu auch immer jetzt der Phoenix-Boss da gewesen sein soll. Oh Gott, damit. Ich kann gleich nochmal hier in den Narrenwand einschlagen. Und gucken, ob es irgendwo hätte hinführen sollen. So, noch ein bisschen was opfern. Nicht mal 5, weil ich hardcore bin. Easy. Oh, wir haben gleich 2 Tore, sehe ich gerade. Ich gehe mal durch beide. Nur für den Fall. Die Kombos, die sitzen. Und wie die sitzen. Ist hier doch kein Narrenwand? Na nö. Also muss ich vielleicht nochmal den anderen Weg da gehen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasst habe oder so. Das wäre doch ziemlich ungeil. So, jetzt noch kurz alles weg eskalieren. Schattenperle für alle. Okay, nicht zum Belangen. Oi. Hier war der Grafikdesign aber auch ein bisschen artvoll. Okay, das ist alles ganz lustig und so, aber... Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall doch nochmal durch die andere Tür gehen. So, Licht hier ist an. Na gut. Zieh mich nochmal in dem Phoenix-Boss-Kampfraum um. Oh mein Gott. Genau, da drüben war der. Nicht, dass ich etwas übersehen habe. Das wäre sehr unschön. Vielleicht würde es da irgendwie weitergehen oder so. Keine Ahnung.
Die Lichter sind ja auch erstmal alle an. Also ich müsste natürlich auf die nächste Etage fahren können. Drei Etagen oder so gibt's. Wie viel EP? 1700, das ist mal was. Das ist meine ordentliche Ansage. So, es muss natürlich nur noch finden. Schon wieder ein Gil. Mensch, das ist Wahnsinn. Die ganzen Gils hier. Aber hier ist aber schon was drin. Noch ein Gil. Was soll denn das? Trollt das Spiel mich gerade? So, hier war ich noch nie. Das zum Teufel ein Zauberpott. Was zum Teufel? Was sagt der gute Mann denn zu zaubern? Was sagt er denn zu Feuer? Er sagt gar nichts zu Feuer. Ja, wie soll ich ihn jetzt töten? Reif. Wir brauchen Reif. Ich kann ihn nicht analysieren. Hä? Was soll ich denn mit ihm machen? Gar nichts gebracht. Ich bin hier ein bisschen planlos, wie ich gegen ihn vorgehen soll. Weil Feuer bringt offenbar auch nichts. Ja, mit draufhauen scheint sich auch nichts zu lösen. Vielleicht muss ich den ja heilen. Ich heile den Kollegen mal, vielleicht findet er das ja geil. Nee. Findet er auch nicht gut. Was soll ich mit dem anfangen? Gegen null Schaden vorzugehen ist ein bisschen arg, Cancer. Null. Alles null. Ja, mein Team ist RIP, weil ich keine MP mehr habe. Hervorragend. Hä? Was soll ich denn gegen den machen? Das ist gerade absolut verarschen, ne? Ich bring mal kurz mein Team wieder hier online. So, das wird jetzt eine andere. Gott! Gott, Alter. Ich würde sagen, das wird jetzt nachgegoogelt. Wenn mein Internet gehen würde, das ist geil, im Internet geht nicht. Wenn du es mal schnell brauchst. Ja, Entschuldigung, ja, komm. Mein Handy reagiert nicht mehr. Achso, ich habe keine MP mehr. Ei. Oh, es hat sich im Internet noch geschlossen. Es war gerade noch offen. Mann! Wenn du mal schnell was googeln musst, dann ist Traum. Wie ist das hier? Zauberpott. Ganz nebenbei hier passe ich meine MP ein. Zauberpott. Aha. Man kann ihn bei Elixier ruhig stellen.
Null Schaden, hä? Man soll ihm ein Elixier geben, dann soll er anfangen, wie Damage gegen ihn zu hüpfen. Okay. The fuck? Okay, wir haben ja offenbar mehrere Optionen, wie wir den Kampf angehen.